Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Christian Weiß, ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Heutiges Thema Portfolio Analyst. Ich hoffe, Sie können mich alle hören und Sie sehen auch einen Bildschirm. Bitte kurzes Feedback. Für diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind, Sie haben also auf der rechten Seite Ihres Bildschirms die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Und ich werde versuchen, diese dann auch zu beantworten. Vorab möchte ich Ihnen noch kurz die nächsten Termine zeigen. Dazu wechsle ich nochmal auf unsere Homepage. Sie haben es vielleicht schon im Vorspann sozusagen gesehen. Wir haben also weitere Termine jetzt auch in Kürze. Einmal das Live-Trading, was als Webinarreihe demnächst startet. Da haben wir auch wieder sehr bekannte Trader dazu gewinnen können. Da können Sie sich kostenlos anmelden. Dann geht es weiter auch speziell zum Ninja Trader, Grundlagen und Trading Strategien mit Holger Breuer. Und wir haben auch hier unser Training Swing Trading Seminar, was im März stattfindet. Da können Sie sich auch schon anmelden. Das ist ein dreitägiges COT Swing Trading Masterclass Seminar. Also vor Ort ist also ein Live-Seminar bei uns hier in der Wertpapierhandelsbank. Und das wird durchgeführt von Martin Görsch, den kennen Sie ja als Future Trader schon und Daytrading Coach. Wenn Sie da also Interesse haben, schauen Sie sich das gerne an. Ja, wollen wir starten mit dem heutigen Thema Portfolio-Analyst? Ich zeige Ihnen dementsprechend heute mal in Screenshots, also in der Präsentation, was das alles ist. Wer von Ihnen kennt den Portfolioanalyst denn schon? Bitte einmal ja oder ansonsten nein, falls Sie ihn noch gar nicht kennen. Einfach mal eintippen, ja, wenn Sie den schon kennen und damit arbeiten. Wenn Sie damit noch nicht arbeiten, einfach mal nein eintippen. Okay, also schon einige, aber auch viele, die noch gar nicht nutzen. Gut, dann ist das für Sie was Neues. Vorab nochmal zur Person. Wie gesagt, mein Name ist Christian Weiß. Bin jetzt hier schon seit 10 Jahren im Unternehmen dieses Jahr und davor Bankkaufmann und Diplomkaufmann und bin hier Managing Director bei CapTrader. Ja, wenn Sie schon Kunde sind, dann kennen Sie es ja. Wir sind vielfach ausgezeichnet auch. Bester Online-Broker, beliebteste Marke, Top-Online-Broker vom Handelsblatt. Das nur einige von vielen Auszeichnungen jetzt hier aus dem letzten Jahr. Und ja, wollen wir aber direkt starten jetzt mal mit dem Portfolio-Analysten. Was kann man damit machen? Also man kann die Performance überwachen. Das heißt, man kann sich anschauen, ja, wie, in welchen Bereichen hat die Performance stattgefunden? Es gibt eine benutzerdefinierte Berichterstellung. Das heißt, Sie können wirklich selber sich die Berichte erstellen von diesen Portfolioanalysten. Es gibt verschiedene Datenansichten und das ganze Programm oder dieser Bericht ist natürlich kostenlos in der Kontoverwaltung aufrufbar. Ja, was sind die Vorteile von diesem Portfolioanalyst? Sie erhalten also eine Reihe von Berichten mit übersichtlichen, farblich gegliederten Charts. Die schauen wir uns natürlich gleich an. Und das können Sie sich auf täglicher, monatlicher oder vierteljährlicher Basis anschauen. Das können Sie alles einstellen, so wie Sie das gerne möchten. Dann gibt es zwei verschiedene Methoden, wie Sie die Performance messen können.
Es gibt einmal die Time-Rated Return, also die zeitgewichtete Rendite, oder halt die Money-Rated Return, das ist die geldgewichtete Rendite. Was ist da der Unterschied? Zeitgewichtet ist eigentlich, ja, meist genutzt. Das heißt, unabhängig von den Ein- und Auszahlungen, die Sie in Ihrem Konto tätigen, wird die Rendite gemessen. Ja, also Sie können Gelder einzahlen oder Gelder auszahlen, das beeinflusst nicht Ihre Rendite. So können Sie das mit anderen Depots am besten vergleichen. Weil es ist ein Unterschied, ob Sie 1.000 Euro am Konto haben und machen 100 Euro Gewinn oder Sie haben 10.000. Das beeinflusst natürlich die Rendite, nur weil Sie vielleicht Geld abgehoben haben. Und das ist bei dieser Time-Weighted Return nicht so, im Gegensatz zur geldgewichteten Rendite. Da gibt es also Unterschiede. Ja, Sie können dann Ihre Rendite auch mit bis mehr als 200 beliebigen Benchmarks vergleichen. Diese Benchmarks können Sie selber festlegen. Da können Sie bis zu drei Benchmarks im Chart sich anzeigen lassen und dann Ihre Konto-Depot-Rendite mit diesen Benchmarks vergleichen. Wie Sie so eine Benchmark erstellen, das zeige ich Ihnen auch gleich dann noch. Genau, also der nächste Punkt, die Erstellung der eigenen Benchmarks. Ja, wo finden Sie jetzt diesen Portfolioanalyst? Also wenn Sie jetzt die neue Kontoverwaltung schon kennen, dann haben Sie die Möglichkeit, ich zeige Ihnen das ganz kurz, in der Kontoverwaltung unter dem Bereich Berichte finden Sie hier den Portfolioanalyst. Klassische Kontoverwaltung. Ja, Sie haben also die Möglichkeit von der neuen Kontoverwaltung hier unten in die klassische Kontoverwaltung zu wechseln. Ja, dann sind Sie hier in dieser klassischen und dort klicken Sie auf Berichte und dann hier auf Portfolioanalyst, wie Sie es hier sehen, schon ist ja schon markiert. Dort finden Sie dann den Portfolioanalyst. Ja, was sieht man, wenn man diesen Portfolio-Analyst aufruft? Dann sieht man erstmal jetzt hier Einstellungen, die man vornehmen kann. Und das sehen Sie also ganz oben. Und zwar, es gibt es hier einmal den Punkt Standardberichte, den wir hier gerade ausgewählt haben. Da können Sie also einen Monatsbericht sich anschauen lassen. Konsolidiert heißt, die Konten sind zusammengefasst. Diesen Bericht können Sie einmal detailliert aufrufen oder halt Sie bekommen einen Überblick. Das Ganze gibt es als CSV-Datei für Excel und dergleichen oder als PDF. Es gibt einen 30-Tage-Bericht, es gibt einen Monats-Vormonatsbericht oder einen Quartalsbericht oder einen Jahresbericht oder einen 12-Monatsbericht. Darüber hinaus gibt es die benutzerdefinierten Berichte, die finden Sie hier neben. Daneben finden Sie die individuellen Benchmarks und dann gibt es noch Kurzfassungen, das heißt, da können Sie sich so Snapshots anschauen. Wir gehen in die Einstellungen. Ja, Sie können also jeden Bericht individuell einstellen. Da können Sie sagen, ja, erstmal können Sie einen Namen vergeben, dann einen Zeitraum, Jahresbeginn bis heute zum Beispiel, Art des Reports,
entweder detailliert oder einen Überblick und dann die Konto konsolidieren. Genau, also zusammenfassen. Dann legen Sie im nächsten Schritt das Format fest, also wie ich schon gesagt habe, CSV oder PDF. Und Sie können die Performance-Kennzahl festlegen. Das heißt, möchten Sie eine geldgewichtete oder eine zeitgewichtete Rendite haben? Dann können Sie sich noch die Kontonummer anzeigen lassen oder als Alias-Namen. Dann können Sie noch sagen, ich möchte noch optional ein Deckblatt davor haben oder ein Inhaltsverzeichnis. Das sind also jetzt erstmal die Grundeinstellung für diesen Bericht. Dann kommen wir zu dem Punkt Berichte bearbeiten. Was können wir hier alles machen? Ja, also wir können jetzt hier den Umfang dieses Berichtes uns anschauen. Also was soll alles in den Bericht rein? Soll hier die Kontoübersicht rein? Ich markiere das mal nicht, ich mache das mal lieber mit dem Stift wieder. Also soll hier die Kontoübersicht rein? Eine Zuteilung nach Anlageklasse können Sie festlegen, Zuteilung nach Region. Wie das aussieht, schauen wir uns gleich alles an. Dann die Performance-Statistiken für den gewählten Zeitraum, eine kumulative Ertragsstatistik, Risikokennzahlen können wir uns anschauen, dann die Performance-Zuordnung gegenüber den S&P 500. Ja, also ist die Performance besser oder schlechter als der S&P 500 zum Beispiel? Dann die Performance nach Sektor unterteilt. Die Performance in der Vergangenheit ist ja immer in der Vergangenheit, in der Zukunft ist schwierig. Ausführungsübersicht, also die Trades, dementsprechend Kapitalmaßnahmen, Zinsen können sich anzeigen lassen. Können Sie aber auch weglassen, ja, wenn Sie sagen, ich möchte nur Performance nach Assetklasse haben oder was auch immer, dann lassen Sie das andere alles weg. Wir können uns die offenen Positionen anzeigen lassen. Sektoren, Benchmark-Vergleich, kumulativer Vergleich mit der Benchmark, Vergleich der Risikokennzahlen mit der Benchmark, Performance nach Assetklasse, Performance nach Symbol, dann auch Benchmark-Vergleich der historischen Performance, Ein- und Auszahlen, Dividenden- und Gebührenübersicht. Ja, also das können Sie sich anzeigen lassen oder ausblenden, je nachdem, was für einen Bericht Sie immer haben möchten. Als nächstes haben Sie dann die Möglichkeit, sich Benchmarks anzulegen oder Benchmarks auch zu bearbeiten, aus dem Bericht. Ja, Sie sehen hier, Sie haben beispielsweise zwei Benchmarks ausgewählt. Einmal Germany, einmal den Vanguard Total World Stock Index. ETF, das ist VT, das ist im Grunde genommen wie der MSCI World, also es ist ein breit gefasster Index, der im Grunde genommen alle Aktien der Welt umfasst als Vergleich. Und das können Sie dann hier immer verändern. Ja? Sie können sagen, nee, Deutschland möchte ich jetzt doch nicht, ich nehme jetzt was anderes oder ich nehme selber erstellte Benchmarks, hier die Custom Benchmarks. Zum Beispiel habe ich hier, ist ja eine mit 30% Aktienanteil, der Rest ist dann dementsprechend Renten. Ja, also das wäre auch eine Möglichkeit, sich so eigene Benchmarks zu erstellen. Das sehen wir hier in dem nächsten Abschnitt. Individuelle Benchmarks. Ja, wir sind wieder bei dem übergeordneten Menü. Wir waren also hier erst bei den Standardberichten. Dann waren wir bei den benutzerdefinierten Berichten, wo wir sagen, hier
definieren wir den Umfang der Berichte selbst. Jetzt sind wir bei den individuellen Benchmarks, wo wir sagen können, ich lege eine neue individuelle Benchmark fest. Ja, das machen Sie hier, indem Sie auf individuelle Benchmark erstellen klicken. Und wenn Sie eine erstellt haben, können Sie diese natürlich dann auch hier bearbeiten beispielsweise. Und dann sehen Sie hier im nächsten Schritt, ja, die individuelle Benchmark, die Sie hier zusammensetzen nach Gewichtung, können Sie sagen, okay, ich nehme jetzt hier Emerging Markets 30%, dann nehme ich den MSCI Germany und dann nehme ich vielleicht noch einen MDAX, ja, als Beispiel. Und setze das hier insgesamt auf 100% und dann habe ich eine individuelle Benchmark erstellt, die quasi aus diesen drei Indizes besteht. Die kann auch aus vier, fünf oder mehreren bestehen. Ich weiß gar nicht, wie viel man maximal da machen kann, muss man sich mal anschauen. Aber hier vergeben Sie dementsprechend einen Namen, eine Abkürzung dafür. Und dann haben Sie eine eigene Benchmark erstellt. Ja, Sie können natürlich auch eine vorgegebene Benchmark nehmen. Hier kommt gerade eine Frage, wo finde ich die Seite Berichte bearbeiten? Die finden Sie hier unter dem Punkt benutzerdefinierte Berichte. Wenn Sie da draufklicken, da können Sie dann dementsprechend Ihre Berichte auch bearbeiten. So, jetzt haben Sie vielleicht schon gesehen, in der neuen Kontoverwaltung sieht das alles ein bisschen anders aus. Dann schauen wir uns jetzt mal die Ansicht der neuen Kontoverwaltung an. Und da sieht das so aus, wenn Sie auf Portfolio Analyst klicken. Da finden Sie erstmal den Nettovermögenswert des Kontos, ja, der ist jetzt hier nicht angegeben, und die Rendite hier rechts oben, ja, Time-Weighted Return hier in dem Falle, also zeitgewichtete Rendite und zwar hier der letzten 7 Tage. Das können Sie durchklicken, Sie können hier sagen Month-to-Date, also Monatsrendite oder beziehungsweise in dem Monat bis heute oder ein Monat zurück, Jahres bis heute oder ein Jahr zurück, ja, oder halt eine selbst definierten Zeitraum. Sie finden dann, oh, jetzt bin ich schon eine Folie weiter. Moment. Wir finden hier rechts die Berichte. Hier können Sie auf diesem Zahnrad auf Konfigurieren gehen und Sie können hier also die Berichte aufrufen, ja, indem Sie auf den Pfeil klicken. Oder Sie haben hier beispielsweise einen eigenen erstellt. Hier heißt der jetzt MDAX. Ja, da hätten Sie dementsprechend hier den Bericht zum Aufrufen, wo Sie einen Benchmark MDAX beispielsweise angelegt haben. Hier unten können Sie noch angeben, wie Sie, ob Sie diese Berichte per E-Mail bekommen möchten oder wie auch immer. Das ist also die Zustellung der Berichte. Ansonsten rufen Sie sich den manuell auf als PDF und legen den ab. Genau, nochmal zu der Frage von eben, wo finden Sie Berichte bearbeiten? Ne? Also in der neuen Kontoverwaltung, da sind wir ja jetzt,
geht das halt hier über diesen Punkt hier oben. Und da kann man sich dann dementsprechend die Berichte anlegen. So, wenn Sie jetzt beispielsweise jetzt hier den Zeitraum wechseln, Sie klicken hier auf Year to Date, dann ändert sich hier die Ansicht natürlich. Ja, und dann sehen Sie hier von Anfang des Jahres die Rendite hier rechts oben. Ja, die Rendite ändert sich. Und Sie haben hier ja, den Kontostand, den Nettovermögenswert. Ist jetzt hier ausgeblendet. Ja, aber der würde hier stehen, hier oben. Dann, wenn Sie Geld abheben, ja, dann verändert sich natürlich der NAV. Wenn Sie wieder was einzahlen, ja, dann geht er wieder hoch. Und dann haben Sie jetzt hier die Veränderung des, ja, des Kontostandes so ungefähr, dementsprechend der letzten paar Wochen. In dem Falle hier von Jahresbeginn bis heute. Dann haben Sie die Möglichkeit, im nächsten Schritt sich die Assetklassen auch anschauen zu lassen. Das sehen Sie hier. Und da können Sie also sehen, Sie haben also einen Aktienbereich. Das ist hier das Blaue. Das sind die Aktien, die wir hier sehen. Und das Grüne ist Cash. Und hier sehen wir das, was ich eben gezeigt habe. W ist Withdraw, also Abhebung. Und D heißt Deposit, also Einzahlung. Ja, also Auszahlung oder Abhebung, was wir hier sehen. Und das hier dementsprechend dann wieder der Einzahlung. Ja, und das ergibt hier diesen Cash-Bestand dann dementsprechend. Also können Sie sich die Assetklassen, wenn Sie jetzt noch Futures und Optionen und so weiter haben, dann haben Sie hier dementsprechend natürlich noch weitere Balken, ja, die dann hier farblich gekennzeichnet sind, ja, je nachdem, was für eine Assetklasse Sie hier haben. Und Beitrag zur Rendite, ja, was wie zur Rendite beigetragen hat. Dann kommt als nächstes jetzt ein Beispiel, wenn Sie jetzt hier auf Aktien klicken, also auf diesen Punkt. Wir gehen nochmal kurz zurück. Auf den Punkt, wo wir gerade waren. Ja, also wenn Sie jetzt hier auf diesen Punkt Aktien, wenn Sie da draufklicken, ja, dann kommen Sie wieder auf eine neue Ansicht. Und zwar sehen Sie hier die Top-Positionen zu Beginn. Ja, das sind dann dementsprechend hier Aktien angegeben, Coca-Cola, Johnson & Johnson hier als Beispiel, das ist ein Beispielportfolio jetzt. Und dann sehen Sie halt zum Ende des Zeitraums auch nochmal die Position. Gut, jetzt kommen wir aber zum Report an sich. Ja, also der Portfolioanalyst, wie sieht er aus? Im Detail. Na, also hier würde dann Ihr Name stehen, hier oben, Kontonummer und so weiter, je nachdem, wie Sie es ausgewählt haben. Dann sehen Sie die Währung von dem Konto. Sie sehen die Analysis Period. Das ist also die Periode des Berichtes. Und zwar hier in dem Falle vom 2. Januar bis zum 22. Ja, also das wäre die Möglichkeit, die Sie sich hier aufrufen können. Und dann die Messmethode der Performance, hier Time-Weighted Return. Also zeitgewichtete Rendite. Dann haben Sie als erstes Kontoübersicht, Account Overview. Ich habe das jetzt hier alles auf Englisch. Ja, das ist also jetzt hier eine Kontoübersicht. Da sehen Sie jetzt, wie hat sich Ihr Kontostand in diesem Jahr, ne, also hier ist der 2. Januar, ja, dann ging es hier nach oben, 4. Januar und so weiter, bis jetzt hier zum 22. Januar, wie hat sich das entwickelt? Und da sind wir jetzt hier bei 5,69% Rendite
in diesem Jahr. 5-Tages-Rendite, 10-Tages-Rendite, bester Return, Einzahlung, Auszahlung. Hier würde dann Ihr Kontostand auch stehen. Ja, gut, dementsprechend gab es hier Auszahlung, ja, die ist mit berücksichtigt, ja, sonst wäre die Performance ja schlechter. Wir sehen, wie viel ist in Aktien hier angelegt, hier unten Asset Allocation, ja. Der Bereich hier ist Cash, der grüne Bereich, und der dunkle Bereich hier ist in dem Falle hier in Aktien angelegt. Das sehen Sie hier am Net Asset Value, ja, der war hier irgendwo bei 19.000, ja, Beginn der Periode, dann wurde hier eine Auszahlung getätigt, dann hier eine Einzahlung, ja, und das können Sie dann hier sehen. Ja, also hier hat man Kontoüberblick. Ja, Sie sehen die Periode, die Sie ausgewählt haben. Das war also jetzt Jahresbeginn bis heute. Haben Sie auf einen Blick, wie ist hier die Rendite? Wie hat der Kontostand sich verändert? Ja, wie ist die Asset Allocation? Und was sind die Key Facts hier dementsprechend? Also bester Return, schlechtester Return und so weiter. Ja, wie sieht das hier aus? Wie gesagt, hier in diesem Demonstrationskonto, was wir hier haben, sind jetzt hier nur Aktien drin. Ja, offene Positionen können wir uns anzeigen lassen. Long-Positionen in dem Falle sind das alle. Ja, wir sehen in Euro-Aktien einmal die Deutsche Telekom, einmal Münchner Rück. Ja, dann sehen wir US-Dollar, sind hier verschiedene Aktien drin, das sehen wir hier. Hier sehen wir den Sektor, ja, in welchem Sektor diese Werte sind, die Anzahl, Schlusskurs, der Wert, Einstandskurs, unrealisierter Gewinn und Verlust und in Basiswährung das Ganze umgerechnet. Ja, und hier sehen Sie die Anteile der verschiedenen Aktien hier unten nochmal angegeben. Der nächste Punkt ist also eine Sektorallokation, Allocation by Sektor. Also da können Sie sehen, wie ist Ihr Portfolio aufgeteilt, hat sich da was verschoben, ja, also wenn ein Sektor stärker wird, ne, das ist natürlich jetzt hier in diesem kurzen Zeitraum relativ konstant, ne, also Sie sehen hier unten der Finanzsektor, da hat sich halt nichts verändert, wenn keine andere Aktie dazugekommen ist beispielsweise, ansonsten kann es halt sein, dass hier dementsprechend das hier so verläuft, der eine Sektor enger wird, der andere wird breiter und so weiter und so fort, ja, also das kann sich schon mal dann dementsprechend auch verschieben. Also Sie sehen hier Telekommunikation, Consumer, Cyclical und Non-Cyclical, Energy und Financial beispielsweise. Ja, das ist also die Sektor Allocation. Neben der Sektor Allocation gibt es die Allocation by Region, also bei die Region wird Ihnen da angezeigt. Hier in dem Fall relativ einfach, es gibt nur USA und Europa. Ja, hier die Gewichtung 51% in Europa, 48% in den USA. Wie ist das verteilt? 48% in USA ist natürlich United States. Wie ist Europa unterteilt? Germany 27%, England 15%, Norwegen und Holland. Das sind hier die verschiedenen Regionen, die Sie hier sehen. Ja, das Ganze hier nochmal angezeigt. Grün ist USA, Deutschland, England, Norwegen, Niederlande.
Royal Dutch Shell, haben wir ja gesehen, war eine Aktie, ist das dann dementsprechend in Holland beheimatet. Dann sehen Sie als nächstes Time Period Performance Statistics. Was ist das? Da sehen Sie halt einfach in dieser Zeitperiode von Anfang des Jahres bis heute oder bis gestern dementsprechend, wie die Verteilung der Performance dementsprechend war am Tag. Ja. Und das war hier der beste Tag hier dementsprechend, ja, mit über 1,4%. Das ist ja das, was wir gesehen haben. Best Return 1,43%. Und der schlechteste Tag war hier, und zwar mit minus 0,5%. Ja, der schlechteste Ertrag dementsprechend in dieser Periode. Ja, und da sehen Sie, wie die Verteilung war. Also das meiste war hier in dem Bereich irgendwo bis 0,5 bis 0,7%. Wie gesagt, das ist jetzt hier ein Beispieldepot, wo nur Aktien drin sind. Und dementsprechend sieht das natürlich anders aus, wenn Sie jetzt Futures, Optionen oder was auch immer da noch im Depot haben. Dann haben Sie da natürlich ganz andere Performance-Zahlen. Also hier neben steht auch noch das Datum, ja. Also der 4. Januar war dementsprechend der beste Tag. Der 10. Januar in dem Fall der schlechteste in diesen 22 Tagen. Ja, diese Time Period Performance, die kann man natürlich auch jetzt im Vergleich sich anschauen. Und zwar im Vergleich mit den Benchmarks und entweder mit den Standard-Benchmarks oder mit den ja, von Ihnen ausgesuchten Benchmarks. Wir haben hier als Benchmark einmal den SPX, ja, das ist der S&P 500. Dann haben wir hier EFA, das ist, ich meine, Europa und Far East Asia. VT, das ist der Vanguard, der Total, das ist also praktisch der weltweite Index, das ist Europa ohne USA und das ist im Grunde genommen USA. Ich kann noch mal eben ganz kurz schauen. Kleiner Blick, ich schaue mal eben nach. Ja, EFA ist Developed Market ex USA. Genau. Europa, Australien und Far East, außer USA und Kanada. Okay. Aber wie gesagt, da können Sie sich das selber anlegen. Sie können auch sagen, ja, der interessiert mich nicht. Ich nehme es dafür lieber den DAX, ja, oder sonst was, ne? Dann haben Sie Ihre eigene Benchmark und dann sehen Sie halt hier, ihre Konto, ja, in Blau, wie war am 2. Januar hier der Benchmark, wie war das Konto, ja, oder wie war hier beispielsweise das Konto und hier die Benchmark. Ja, da haben Sie also immer einen tagtäglichen Vergleich des Kontos mit Ihrer Benchmark, die Sie festlegen. Und das Ganze wird hierhin auch nochmal jeden Tag angezeigt. Da können Sie sehen, der SPX hat 0,8 gemacht. EFA 0,7, ja, und VT 0,8 und Ihr Konto vielleicht nur 0,1. Ja, und das sehen Sie hier dementsprechend in dieser
Benchmark Comparison. Ja, und hier dieser beste Tag 1,43, wo die anderen nur bei 0,6, 1,1 oder 0,4 waren als Beispiel. Entschuldigung. Ja, dann schauen wir uns an, hier nochmal die Performance kumuliert. Und das Gleiche im Vergleich zu den Benchmarks verläuft jetzt hier ähnlich. Ja, wie gesagt, bei diesem Testkonto hier sind das halt nur reine Aktien. Deswegen gibt es da keine so großen Abweichungen. Aber wie gesagt, das ist bei jedem anderen Portfolio natürlich dann wiederum anders. Also Sie sehen hier, wieder hier unten angegeben, der SPX, der EFA, der VT und im Blau das eigene Konto dann dementsprechend. Ja, was bei jedem vernünftigen Portfolio-Management nicht fehlen darf, das sind die Risikokennzahlen. Ja, das ist hier einmal der Ending VAMI, das ist also ein Value Added Monthly Index, ja, der bei 1000 startet und dann indexbasiert hier nach oben geht, um dann die Rendite hier abzutragen. Man sieht einen maximalen Drawdown, Peak to Valley sieht man, ja, so von der Spitze bis zum Tief, ja, wo war das? Das war jetzt in dem Falle vom 9.1. bis zum 10.1. Okay, das war der stärkste Anstieg dann dementsprechend. Recovery, ein Tag, Sharpe Ratio bei 15, Sortino Ratio, Kalmar Ratio, Standardabweichung, Standard Deviation, Downside Deviation, Mean Return, positive Perioden, negative Perioden. Ja, also 80% positive Tage, 3% negative Tage, schon 3 negative Tage, 20% negative Tage. Also das ist eigentlich eine sehr gute Risikoanalyse, ja, für diejenigen, die hier im Portfolio-Management sich zu Hause fühlen. Auf die einzelnen Ratios, da gehen wir jetzt nicht ein. Was ist die Sharpe-Ratio oder Sortino-Ratio oder so? Das können Sie alles mal googeln oder sich anschauen. Und dann gucken, ja, wie ist denn mein Portfolio aufgestellt? Aber das wird alles Ihnen automatisch ausgerechnet anhand dieses Portfolio-Analysts. Das ist schon ein sehr, sehr starkes Tool, was da mit angeboten wird. Ja, die Verteilung der Rendite, Distribution of Returns, das ist also die Verteilung. Ich hoffe, man kann das hier einigermaßen sehen, sonst kann ich das nochmal hier vorlesen. Das ist also 0 bis 2%, ja, also 0 bis 2 soll das hier bedeuten und hier 2 bis 4. Ja, also da sieht man, dass die Verteilung, die meiste Verteilung war hier bei 0 bis 2%, was wir hier sehen. Und hier ist dementsprechend minus 2 bis 0. Ja, da gab es auch 2, 3 Trades. Ja, das sind diese 3 negativen Perioden. Ja, und die, muss das nochmal hier löschen. Sie sehen ja, 12 Perioden waren positiv. Ja, die waren alle hier in dem Bereich von 0 bis 2%. Ja, alle in diesem Bereich hier. Es gab keine Tagesrendite, die über 2% war. Es gab aber auch keine Tagesrendite, die kleiner als minus 2. Ja, weil die kleinste war ja bei 0,5. Ja, also das ist das, was wir hier bei der Verteilung der Renditen sehen können. Und die Verteilung der Renditen finden Sie natürlich hier auch wieder im Vergleich mit den Benchmarks. Ja, also da können Sie sehen, okay, wie war denn hier der maximale Drawdown beispielsweise?
Ja, wie ist hier die Sharpe Ratio in dem Falle und so weiter und so fort. Ja. Und die Verteilung der Renditen im Vergleich zu Ihrem Konto können Sie sich dann hier auch anschauen. Ja, also hier ist Ihr Konto und das sind hier die jeweiligen Benchmarks, ne? Ja, was sehen Sie noch? Sie sehen die Historical Performance Benchmark Comparison. Ja, das heißt, hier können Sie sehen, wie war denn Ihr Konto hier dementsprechend in den letzten Jahren, ja, als Beispiel im Vergleich zu den Benchmarks. Und hier, das habe ich jetzt hier von der Homepage runtergenommen, weil ich da keinen anderen Bericht hatte. Das ist jetzt hier nochmal beispielsweise der historische Vergleich ja, seit Eröffnung des Kontos sozusagen. Wie hat sich das Konto entwickelt und wie hätten sich die Benchmarks entwickelt? Da sollte natürlich nach Möglichkeit das Konto besser sein als die Benchmark. Ja, aber hier können Sie sehen, Month to date, Quarter to date, Year to date, ein Jahr und seit Eröffnung oder seitdem Sie den Handel begonnen haben, dementsprechend, wie die historische Performance im Vergleich zur Benchmark ist. Ja, was Sie natürlich auch sehen können, das sind Dividenden, ja. Da sehen Sie, wann, an welchem Tag ist eine Dividende gezahlt worden, für welche Aktie. Hier war die nächste Dividende wieder für zwei Aktien, wie hoch war die dementsprechend und so weiter. Ja, also das können Sie sich dann auch dementsprechend nochmal im Detail anzeigen lassen. Ja, das war's von meiner Seite. Sehr umfangreiches Tool. Wir sind jetzt einmal komplett durchgegangen durch den ganzen Bericht und durch die Funktion. Sprich, was kann man sich alles anzeigen lassen mit diesem Portfolio-Analyst? Ich habe hier noch eine Frage gesehen. Dafür muss ich aber, glaube ich, muss ich die Folie nochmal nach vorne gehen. Kleiner Blick. Und zwar, da waren wir hier in dem Bereich. Genau, kann man sich die Höhe der Asset-Klasse auch in Prozent anzeigen? Das geht hier dementsprechend nicht. Es wird dann dementsprechend ja, der Kontostand sozusagen angezeigt und nicht in Prozent. In Prozent sehen Sie dann die Verteilung der verschiedenen Aktien innerhalb des Portfolios, aber hier in der neuen Kontoverwaltung, in der Ansicht Assetklassen, sehen Sie das nur absolut in absoluten Zahlen. Jetzt kommt eine Frage, funktioniert nur bei bestehenden Positionen im Portfolio? Eine Portfolioanalyse funktioniert nicht bei möglichen Werten.
Ja, man muss natürlich tatsächliche Werte haben. Ja, also Sie können das, ich weiß gar nicht, ob es den Portfolio-Analyst gibt es, glaube ich, nicht fürs Paper-Trading-Konto, soweit ich weiß. Müsste man sich mal anschauen lassen. Ist mir jetzt, muss ich mal suchen. Aber ansonsten, das ist natürlich dafür gedacht, Ihr wirkliches Portfolio zu analysieren und nicht irgendein fiktives Portfolio, ja. Also vielleicht probieren Sie den einfach mal aus. Ja, Sie haben ja gesehen, wo Sie ihn ausrufen. Ja, dann können Sie auch mal eine eigene Benchmark erstellen und sagen, okay, ich will immer den DAX schlagen. Ja, dann machen Sie sich den DAX als Benchmark und schauen sich an, wie war denn Ihr Portfolio. Wenn Sie sagen, okay, ich habe da einen bestimmten ETF, ja, wo ich meine, den möchte ich schlagen, dann wählen Sie sich den aus. Also Sie haben wirklich die Möglichkeit, bis zu 200 Benchmarks auch auszuwählen, um da einen Vergleich zu haben. Und Sie können natürlich auch selber analysieren, ja, wie war denn Ihr maximaler Drawdown und so weiter und so fort. Und gab es plötzlich mal einen Ausreißer nach unten und nach oben? Und dafür ist dieser Portfolio-Analyse also wirklich super, ein super Tool, um da individuell seine eigenen Berichte zu erstellen und sein Depot zu analysieren. Gut, ich schaue jetzt noch mal, was es sonst noch für Fragen gibt. Ansonsten bin ich mit dem Thema für heute Abend durch. Darf mich jetzt schon mal recht herzlich bedanken für die rege Teilnahme. Ich habe das Webinar hier auch aufgezeichnet. Das heißt, wir können das dann dementsprechend auch hochladen auf die Kontoverwaltung. Und dann finden Sie das dann unter dem Bereich Videos dann auch wieder abrufbar. Dann können Sie sich das im Nachgang nochmal anschauen, wenn Sie jetzt irgendwas so schnell nicht mitschreiben konnten oder und so weiter. Das heißt, Sie haben also im Nachgang die Möglichkeit, sich das immer noch anzuschauen. Ansonsten haben Sie natürlich jederzeit die Möglichkeit, uns auch telefonisch zu erreichen, anzurufen oder per E-Mail. Wenn Sie da also Fragen haben, immer los und wir versuchen diese dann auch zu beantworten. Gut, ich schaue gerade mal, was sind heute Abend noch für Fragen? Ja, es gibt in der Kontoverwaltung auch einen Bereich Steuer. Das ist aber dementsprechend für die amerikanischen Kunden, die dann dementsprechend in der Steuer sich was einstellen können. Die meisten Bereiche ist hier für uns, für deutsche Kunden nicht relevant. Gibt da so Dinge wie, man kann auch in dem Bericht festlegen bei den Trade, ob sie jetzt First In, First Out berechnet werden sollen oder nicht. Das sind aber jetzt spezielle Sachen, die hat jetzt mit Portfolioanalysten weniger zu tun. Da können Sie sich das individuell einstellen. Genau, hier kommt gerade noch ein Hinweis. Ja, vielen Dank. Gerne auch noch weitere Webinare zur Kontoverwaltung. Ja, gerne. Also wie gesagt, wenn Sie da auch Fragen haben, immer wieder an uns schicken und dann werden wir versuchen, da natürlich auch Webinare zu machen. Wir hatten ja jetzt hier eine 10-teilige Reihe zur TWS, wo wir wirklich versucht haben, die meisten Funktionen der TWS Ihnen näher zu bringen. Haben das Ganze immer auch aufgezeichnet. Das heißt also, Sie haben also wirklich jetzt rundum Videomaterial zu den wichtigsten Funktionen. Und ja gut, zur Kontoverwaltung werden wir das auch sukzessive mal mit aufnehmen und dann dementsprechend auch mit in unsere Webinare aufnehmen. Okay, ja, ich sehe keine weiteren Fragen. Entweder es war zu kompliziert oder ist alles klar und verständlich gewesen. Aber wie gesagt, das war ja einfach nur eine Information. Was kann man alles machen? Was kann man abrufen? Und ja, schauen Sie sich das alles mal an. Vielleicht können Sie ja Ihr Portfolio dadurch optimieren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, gute Trades, viel Erfolg an der Börse und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.